Ja, hi. Und zwar ist heute ein ganz besonderer Tag, denn genau heute, vor 2 Jahren, haben wir unsere Seite Lost Places gegründet, haben also heute unser Jubiläum, unser 2-jähriges Jubiläum. Wir wollten eigentlich keine Tour machen. Wir wollten uns irgendwo in den Wald setzen, wollten da ein Bierchen zischen und vielleicht noch den Grill anmachen. Daraus wurde nichts, denn das, was wir hier im Hintergrund sehen, das scheint kein normaler Wald zu sein. Es deutet alles darauf hin, als hätten wir hier eine kleine Flakstellung entdeckt. Wohl noch aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Zumindest sagt das Relikt, was wir entdeckt haben, als wir uns da so eine kleine Feuerstelle ausgehüllt haben. Wir haben nochmal fix unsere Ausrüstung geholt und gucken uns jetzt auf jeden Fall diese kleine, ja, nennen wir es Flakstellung, einfach mal an. So, mittlerweile ist auch unser kleines Lager aufgebaut. Hier werden wir jetzt gleich eine kleine Pause machen und dann schauen wir uns weiter um. So. Hier haben wir die nächsten Überreste entdecken können. Das ist einmal das hier. Das haben wir jetzt nicht ausgegraben, das lag hier schon so rum. Das wird wahrscheinlich aus diesem Loch da stammen, was ich vorhin schon gezeigt hatte. Und wir haben einmal das, das wird hier Deckel von einem Konservenglas sein. Steht auch drauf. Ich hoffe, man kann das jetzt so ein bisschen erkennen. Also das ist eine wirklich coole Sache und das haben wir so auch noch nicht erlebt. Wir hatten uns auch noch mal schlau gemacht, das ist halt wirklich so, wie ich am Anfang sagte, das ist eine alte Flakstellung, die während des Zweiten Weltkrieges zerstört worden ist. Und ja, wirklich cool. Mal gucken, ob wir noch das ein oder andere entdecken können. So, das war unsere kleine Tour auch schon gewesen. Wie ihr gesehen habt, eine super coole Location, sehr spannend. Wir werden sicherlich noch mal ein zweites Mal hierher kommen und uns das alles ein bisschen gründlicher anschauen. Wir möchten uns auf jeden Fall noch mal bedanken für die ganzen vielen positiven Kommentare, für die Aufrufe, für die ganzen Bilder, die ihr uns geschickt habt. Super, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön beantworten wir euch auch noch die ein oder andere Frage, die sehr häufig gestellt wird. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann. Oftmals werden wir gefragt, ob wir auch mal so ein Outtake-Video machen können.
oder wo es auch ein paar Sachen mal schief laufen, ob es ein paar peinliche Aktionen gab? Ja, die größten Outtakes sind meist Ansprachen oder Schlussreden, wie das jetzt zum Beispiel. Da verhaspeln wir uns eigentlich regelmäßig und wenn ihr wirklich Lust drauf habt, das mal zu sehen, schreibt es in den Kommentaren und dann basteln wir euch was zusammen. Ja, eine häufige Frage von euch ist auch, was für Equipment und Ausrüstung wir verwenden. Ehrlich gesagt würde jetzt diese Antwort den Rahmen dieses Videos wirklich sprengen. Und dazu haben wir den Vorschlag an euch, wenn ihr wirklich wissen wollt, was für Ausrüstung, was für Equipment wir nutzen. Schreibt das einmal in die Kommentare und dann werden wir darüber natürlich auch ein extra Video machen. Die letzte Frage, die sehr häufig gestellt wird, ist, wie finden wir diese ganzen coolen Orte? Und das ist an sich eigentlich sehr einfach zu beantworten. Oftmals tauschen wir uns mit anderen Urbexern aus oder wir fahren einfach mal durch die Gegend, halten ein bisschen die Augen offen. Aber auch durch Geocaching kann man sehr viele spannende Locations finden. Tja, und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns auf Facebook. Wir werden eure Fragen dann recht zügig beantworten. Habt ein bisschen Verständnis dafür, dass wir euch nicht jede Location nennen können. Das hat einfach den Grund, weil sie dann nicht mehr so aussehen, wie wir sie gefunden haben.